Carnitin ist eine Buttersäure, die im Körper aus Lysin und Methionin, beides sind Aminosäuren. Letztens Aminosäuren, die dann zusammengebaut werden. Carnitin ist vielfältig in seiner Wirkungsweise, ist ein wesentlicher Kofaktor für die Mitochondrien, für die mitochondriale Funktion, für den Transport und die Oxidation von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien und deren Verarbeitung. Diese grundlegende Funktion von dem Carnitin ist darin, dass die langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrienmatrix eingeschleust wird, wo dann die Beta-Oxidation und der Tricarbonsäurezyklus ablaufen, also Fettverdauung, Fettverbrennung, Energiebildung gemacht werden, und dafür ist Carnitin ein wichtiger Schleuser. Carnitin können Sie überall essen, mit Fleisch oder Fisch. Eigentlich ganz einfach, trotzdem gibt es oft Mangel. Mitochondriale Veränderungen mit Abfallen von der mitochondrialen Energiebildungsrate werden vor allem im Alter gesehen. Und tatsächlich gibt es dann auch Veränderungen im mitochondrialen Membranpotenzial, aber auch in Veränderungen im Cardiolipin, einem Phospholipid, was ein wichtiger Kofaktor ist für mitochondriale Zellfunktion und Proteine, aber auch die Reduktion von Coenzym Q10, was ein wichtiger Faktor ist in der Energiebildung, wird auch benachteiligt. Die bedingen sich gegenseitig. Carnitin stellt also für das mitochondriale Membranpotenzial einen wichtigen Faktor dar, ist für den Cardiolipinspiegel wichtig, für den Fettsäurentransport und die zelluläre Atmung wichtig. Durch die Ähnlichkeit mit dem Acetylcholin, einem wichtigen Neurotransmitter, hat es nochmal eine zusätzliche Aktivität im Organismus, was in der Alzheimer-Situation hilfreich sein kann. Carnitin steigert auch die kognitive Leistungsfähigkeit und steigert die Neurotransmitterproduktion, sodass sich Carnitingaben bei chronischer Müdigkeit, kognitiven Einbußen und Muskelbeschwerden sehr bewährt macht. Danke.